FC Bayern vor dem Spiel gegen die norwegischen Feierabendprofis keinen Abbruch tun. Hoffentlich bekommen sie unsere Tore alle rein in ihre 3 Minuten, witzelte ein Bayern-Offizieller vor dem Spiel. Doch dann geschah dieses. Die 2. Spielminute, plötzlich stand es 1:0 für die Norweger. Ganze 78 Sekunden waren gespielt. Ein haarsträubender Fehler ging diesem Tor voraus. Hier von Klaus Augenthal. Gier Henes läuft alleine durch, spielt dann ab auf Steen. Kolzhaugen aus stark abseitsverdächtiger Position das 0:1. Gegen so eine Mannschaft müsste ein Team wie die Bayern solch einen Rückstand eigentlich wegstecken, könnte man meinen, doch weit gefehlt. Die Münchner geschockt, nervös, unsicher, Breitbandfußball, Einzelaktionen. Gefährliche wie diese hier von Del Haye waren die Ausnahme. Es brachte nur eine Ecke ein. Die Bayern drängten, ohne aber gegen die biederen Amateure aus dem Oslofjord zu überzeugen. Erst nach einer halben Stunde hatten sie sich gefangen. Eine Flanke von Michael Rummenigge, Flügler, das 1:1 in der 31. Minute. Der Tabellenneunte aus Norwegen, der daheim Abstiegssorgen hat, wurde nun in seiner Hälfte festgenagelt. Die Flanke von Michael Rummenigge, der ansonsten nicht überzeugte, Flügler 1:1. Beruhigend wirkte der Ausgleich auf die Bayern, aber nicht, im Gegenteil. Ein Lattenschuss hier noch von Wohlfahrt, ein Nachschuss von Michael Rummenigge und dann achten Sie einmal auf die folgende Szene. Der norwegische Torhüter hat den Ball, Lothar Matthäus will ihm diesen abjagen. Da geht der Libero Jan Einar Aas dazwischen, schubst Matthäus weg. Noch einmal, und wie reagiert Matthäus? Mit einer Ohrfeige, mit einer Tätlichkeit. Matthäus ging die Nerven durch, wie wir hier in der Wiederholung aus der Sicht der hinteren Torkamera ganz deutlich sehen, auch wenn Aas sich vielleicht etwas theatralisch fallen lässt. 40. Minute, die Konsequenz, Platzverweis für Lothar Matthäus, eine Sperre, die allerdings nur im Europapokal gilt und nicht in der Bundesliga, als hätten die Bayern nicht schon genug Sorgen. 1:1 zur Pause, zu diesem Zeitpunkt sicherlich eine Blamage. Nach der Halbzeit bauten die Norweger auch gegen 10 Bayern dann kräftemäßig stark ab. Ecke von Kögel, Flügler wieder mit dem Kopf da, 55. Minute 2:1, sein 2. Treffer in diesem Spiel. Die Bayern kamen dann letztendlich doch noch zum klaren Sieg. Nachtwey auf Roland Wohlfahrt, 69. Minute 3:1. Die Bayern schrammten also noch einmal an der Blamage vorbei. Die 10.000 waren am Ende wieder versöhnt, zumal Nachtwey in der 77. Minute noch der 4:1 Endstand.